Ein betrunkener Jäger schießt in der Südsteiermark einen Jagdkollegen an und verletzt diesen schwer. Und Corona und andere Viren sorgen für leere Klassenzimmer. Die Lehrergewerkschaft kritisiert, dass es zu wenig CO2-Messgeräte gibt. Das Wetter überwiegend bewölkt, aber meist trocken. 286 Gemeinden, 13 Bezirke, ein Sender. Das Radio Steiermark Journal mit Robert Neukirchner. In der Südsteiermark ist es gestern Mittag zu einem schweren Jagdunfall gekommen. Ein Jäger hat einen Jagdkollegen angeschossen und schwer verletzt. Der Schütze war alkoholisiert, berichtet Daniel Deisel. Der 30-jährige Gastjäger nimmt in St. Johann im Sackautal im Bezirk Leibnitz an einer Treibjagd mit insgesamt 23 Jägern teil. Ein Jagdhund scheucht eine Waldschnepfe auf, der Mann schießt, trifft das Tier und auch einen weiteren Jäger, der etwa 40 Meter entfernt nur schwer erkennbar hinter einer Böschungskante steht. Die Schrotkugeln treffen den 24-Jährigen im Gesicht und in der Brust. Er sackt zusammen, die Treibjagd wird sofort abgebrochen und der Mann nach der Erstversorgung in das LKH Graz gebracht. Laut Polizei sind seine Verletzungen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Schütze erleidet einen Schock. Der bei ihm durchgeführte Alkoholtest ist positiv. Vor genau 9 Monaten sind in der Polizeiinspektion Trieben tödliche Schüsse gefallen. Der Postenkommandant ist von einem Kollegen erschossen worden. Die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten müsste den Fristen nach Ende Dezember wieder verlängert werden. Dazu dürfte es aber nicht kommen, denn laut Staatsanwaltschaft Leoben steht eine Anklageerhebung kurz bevor. Mehr über die bisherigen Ermittlungserkenntnisse gibt es dann in unserem nächsten Journal um 7.30 Uhr. Die Corona-Zahlen steigen derzeit stark und auch andere Viruserkrankungen sorgen dafür, dass Schulklassen viele Krankenstände verzeichnen. Richtiges Lüften der Räume würde teilweise Abhilfe schaffen. Die Lehrergewerkschaft ÖLI kritisiert aber, dass seit der Corona-Pandemie keine Maßnahmen umgesetzt wurden. Nur ein Projekt der TU Graz läuft in Sachen CO2-Messung und diese Ergebnisse würden erst im Herbst 2024 vorliegen. Bettina Zeyertz berichtet. Auch im Winter heißt es Fenster auf und lüften, damit die Infektionsgefahr in den Klassen sinkt. Seit Corona herrscht aber Stillstand in Sachen Lufthygiene in Schulen. Es hat keine Nachbesserungen gegeben. Wir beobachten natürlich, dass es viele Krankenstände gibt beim Lehrpersonal und auch also bei den Schülern und Schülerinnen. Sagt Hannes Grünbichler, Vorsitzender der unabhängigen Lehrerinnengewerkschaft ÖLE. Man kritisiert, dass bisher keine CO2-Messgeräte oder Luftaustauscher bereitgestellt worden sind. In den meisten Bundesländern ist es gleich schlecht, dass die Raumlufthygiene im Zusammenhang mit Bildung bzw. mit Schulen zu wenig Beachtung findet. Das betrifft jetzt nicht nur Corona, sondern überhaupt alle respiratorischen Viren. Natürlich auch, dass man sich besser konzentrieren kann. Grünbichler erhofft sich aber von einem derzeit laufenden Forschungsprojekt der TU Graz Verbesserungen. In 1200 Schulklassen wird österreichweit bis September 2024 CO2 gemessen und der Wert bzw. ein Lichtsignal zeigt an, wann die Fenster aufzumachen sind. Projektleiterin Christina Hopfe kombiniert diese Messdaten dann mit den Krankmeldungen in den Klassen. Das heißt, wir versuchen über ein System die Krankheitsfälle auch aufzuzeichnen und dann in Korrelation zu den CO2-Werten zu bringen. Und natürlich hoffen wir, dass die Studie dazu bewegt, dass Sensoren weitaus mehr installiert werden in der Zukunft. Die Ergebnisse werden nach diesem Beobachtungsjahr dem Bildungsministerium übergeben. Laut Hopfe würde ein Sensor für eine Schulklasse ca. 100 Euro kosten. Die Investition sei Sache der Schulerhalter, das sind Gemeinden, Land oder Bund. Im Bezirk Liezen wird ein Alpinist vermisst. 5 Teams von Bergrettung und Alpinpolizei mit 30 Kräften haben bereits am Samstag stundenlang bei widrigsten Bedingungen im Bereich der Grimminghütte nach dem Mann gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber und Drohnen waren im Einsatz. Auch am Sonntag ist dann die Suche nach dem Vermissten erfolglos verlaufen. Heute wird entschieden, wie es weitergeht. Jetzt zum Wetter und Claudia Rath. Ja, trüb und kalt geht es in den Montag. Im Norden kann es bis zum späten Vormittag hinein noch einmal unergiebig schneiden. Schneien überall, sonst bleibt es trocken, aber meist bewölkt. Sonne gibt es im Tagesverlauf nur ganz vereinzelt und auch das nur im Süden. Wie schaut es jetzt in der Früh aus? Es ist bewölkt und frostig. In Liezen und Murau hat es minus 3 Grad, in Judenburg 0, in Knittelfeld minus 2, in Leoben minus 1, in Bruck an der Mur minus 2 Grad. Mürzzuschlag meldet minus 4, in Weiz und Hartberg hat es minus 1 Grad, Fürstenfeld und Feldbach minus 2, Bad Radkersburg minus 3, in Leibnitz hat es minus 2.
2, in Deutschlandsberg und Graz minus 1 und in Voitsberg plus 1 Grad. Die Höchstwerte tagsüber dann 0 Grad im Ausseerland zum Beispiel bis zu plus 6 Grad gehen sich in der Südsteiermark aus. Kurzer Blick noch auf den morgigen Dienstag. Der ist meist trüb, windig und nass. Vor allem bis zum Mittag ist mit Regen, Schnee und auch gefrierendem Regen zu rechnen.